Jo, meine Freunde, was geht ab euch? Aixun ist mal wieder am Start. Gegrüßt an euch, danke, dass du das Video eingeschaltet hast. Und herzlich willkommen zu Slender 2.0. Aixun traut sich mal wieder ran. Ja, das erste Slender-Video kam ja 2015. Also Anfang 2015 am 1. Es kam sehr, 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 sehr gut an und da wolltet ihr natürlich, dass ich alle Horrorspiele spiele, weil ich völlig am Arsch war, meine Freunde. Also Horrorspiele sind überhaupt nichts für mich, habe ich heute wieder festgestellt. Und wie gesagt, ihr wundert euch bestimmt, warum jetzt so schlagartig dieses Video kommt. Oder viele wundern sich vielleicht auch nicht, viele denken sich bestimmt auch, Hulk ist sowieso eine Missgeburt. Nein, also es geht einfach darum, wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass die Let's Plays etwas später wieder anfangen werden, so 7., 8. Pi mal Daumen, also Monat und ja eher so 8., 9. Ja. Und ich trotzdem aber zwischendurch weiter Videos raushauen werde. Und ja, das wird das erste sein, Slender 2.0. Ich habe mir das letzte Video nochmal angeguckt, diverse Fehler analysiert und meinen Rekord angeguckt. 4 Pages war der Rekord vom letzten Mal und ja, Freunde, was meint ihr? Können wir den heute knacken? Ich weiß es nicht. Wir werden jetzt einfach mal reinschauen und ja, wir gönnen uns das Spiel einfach mal. Parsec Productions. Übrigens, wenn ihr noch irgendwas zum Haixun-Neuanfang haben wollt, wissen wollt oder sonstige Sachen, ballert's in die Kommentare rein. Und ja, das soll es damit eigentlich schon gewesen sein. Die Sprachfehler sind immer noch am Start. Slender, the 8 Page. Soll es damit auch gewesen sein. Und ja, wir genießen jetzt einfach mal das Let's Play von diesem schönen Spiel, was mich auch gar nicht emotional fertig gemacht hat. Ich konnte eine Woche lang nicht mehr scheißen. Connect all 8 Pages. Ja, das Spiel kennen wir mittlerweile hier schon. Wie das hier Ganze funktioniert. Ich habe auch noch in Erinnerung, also man soll auf jeden Fall nicht rennen. Wenn der Typ da ist, soll man die Taschenlampe ausmachen und rennen. Ne? Ja. Ich habe, glaube ich, noch so ungefähr in Erinnerung, dass diese Pages meist an irgendwelchen Gebäuden waren, glaube ich. Ja, ich glaube, so war das. Da sehen wir doch schon mal das Erste. Oder hier nicht Gebäude, sondern auch vielmehr ja, wie nennt man das? Halt, was anderes außer Bäume, so können wir es vielleicht nennen. Was ist das? Absolut keine Ahnung, was es ist. Ich habe generell dieses Spiel noch nicht ganz verstanden. Ich weiß zwar, dass man 8 Pages sammeln muss, aber ich habe immer noch nicht ganz gerafft, warum. Versteht ihr, jedes Spiel hat ja eigentlich einen Sinn. Irgendwie eine Prinzessin zu retten oder so, aber hier muss man einfach 8 Pages sammeln. Jetzt die Frage, wo ich herkomme. Das sieht ja alles nämlich, das ist ein bisschen nervig, das sieht ja einfach alles gleich aus. Wir folgen einfach mal diesem Weg. Ist das jetzt auch, das ist übrigens jetzt auch der erste Tag hier, wo man es wieder aushalten kann. Weil die Sonne, meine Freunde, das letzte Wochenende. Wir haben hier 41 Grad gehabt. 41 fucking Grad. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich weiß doch, du kriegst einfach nichts auf die Kette. Es ist einfach so warm. Zu warm. Viel zu warm. Ihr müsst euch mal überlegen. 41 Grad. Sind die eigentlich nur noch kaputt in der Birne? Bist du am Arsch oder was? Man sagte mir, ich solle nicht rennen, aber langsam wird's mir langweilig. Also ich finde, man sollte mal rennen, damit man hier überhaupt mal was findet. Weil das sieht ja aber auch alles gleich aus, ne? Irgendwie nicht mal Punkte, an denen man sich orientieren kann. Nö. Fairerweise muss ich sagen, ich habe jetzt schon wieder keine Lust mehr. Es liegt aber nicht daran, dass das Spiel scheiße ist, sondern daran, dass ich jetzt schon wieder die Windeln eingeschissen habe. Ich mache das Ganze übrigens auch nur, wirklich nur für euch. Könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, im Endeffekt, ich würde es privat nie spielen. Und was habe ich davon, euch anzulügen? Ich mache es wirklich nur für euch, wegen dem Geld kann es nicht sein.
Wegen Spielspaß sicherlich auch nicht. Also bleibt tatsächlich nur... Ja, ihr. So. So, da haben wir die erste Seite bekommen. Ich renne jetzt auch mal ein bisschen. Aber ihr habt gesehen, das war auch wieder so ein Ding, was halt kein Baum war. Entweder sind auch die Grafikeinstellungen so low, weil ich sehe einfach auch gar nichts. Kann natürlich auch sein, dass es von dem Spiel so gewollt ist, ne? Übrigens, falls ihr den Fortschritt auch noch wissen wollt, mit der Ausbildung bin ich jetzt fast fertig. War da nicht gerade so eine Störung hier? Mit der Ausbildung bin ich fast fertig, meine Freunde. Jetzt noch ein halbes Jahr lang. Und dann ist er. Ach hier, ich weiß doch, hier wurde ich das letzte Mal getrollt von dem. Ey, ich weiß es noch. Ich hoffe, der steht da jetzt nicht wieder. Mit der Ausbildung bin ich fast fertig. Ein halbes Jahr noch, meine Freunde. Dann habe ich es locker flockig geschafft. Und bin offiziell Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Habe auch schon meine ersten Apps programmiert. Alle nicht extrem, also nicht viel Funktionalitäten. Es geht eigentlich für den Anfang. Programme sind schon geschrieben und so und Webpages. Bin ich auch fleißig dabei. War hier nicht letztes Mal eine Seite? Webpages bin ich am Start. Des Weiteren bin ich jetzt seit einem halben Jahr im Fitnessstudio angemeldet. Da läuft auch einigermaßen gut. Das kann ich euch sagen. Ich habe mich krass gesteigert. Genaue Zahlen nenne ich jetzt mal nicht. Aber ballert auf jeden Fall rein. Bank drücken das Doppelte. Latzug mehr als das Doppelte. Genauso wie Klimmzüge. Du Hurensohn. Mein Gott, kann er mal weggehen, Alter, du Missgeburt. Ich klatsche hier gleich. Ah, Freunde, ich raste nicht mehr so aus, wa? Ja. Ah! Lol, du Hurensohn, Alter, ich fick... Nein, das sage ich jetzt nicht. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen Ironie, ne? Erst wollte ich euch ganz stolz erzählen, ich raste nicht mehr aus. Ja. Wieso? Ich renne doch schon. Wieso verfolgt er mich denn jetzt die ganze Zeit? Er will mich doch. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hier waren wir doch jetzt auch schon dreimal. Ich kenne aber auch die Karte hier nicht, also die Map nicht, muss ich ehrlich sagen. Na, jetzt fängt der schon wieder an. Mein Gott, kann er sie nicht mal. Was willst du, Junge? Komm, wo bist du? Arme, ich rasier dich. Mit Sch ja, wie hat Gillette Abdi nochmal gesagt? Mit Shampoo gegen den Strich. Der lässt aber auch nicht locker, der Typ, ne? Das ist wie heißt die nochmal? Die immer klingeln, Zeugen Jehovas. Die lassen auch nicht locker. Glaube, da hinten waren wir noch nicht. Ey, da war jetzt auch schon 20 Mal, gleich reicht's mir aber hier. Ich drücke jetzt einfach und renne einfach jetzt in die Richtung, mir völlig egal. Damit wir auch mal was anderes sehen. Ich war jetzt schon 30 Mal bei diesem Kreis mit diesen vier Wänden, dieser Stern. Da war ich jetzt schon dreimal, tausendmal bestimmt schon. Ich kann alleine in Let's Play ein ganzes Video nur mit diesem Dingen schneiden. Und ich glaube, wir haben auch erst eine Seite, ne? Wenn man es mal genau nimmt, ist es arm. Aber ich finde doch einfach nichts. Das ist unglaublich. Ich finde einfach überhaupt nichts. Ah, da könnt. Ey, da waren wir tatsächlich noch nicht.
Könnte sein, dass da eventuell noch eine Seite ist. Kann die Alte mal aufhören, so zu schnarchen? Ach, schnaufen? Ich bleib einfach mal einen ganz kurzen Moment stehen. Damit die Olle sich mal regenerieren kann. Hier muss irgendwo was sein, außen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass hier nichts ist. Ich warte mal, bis sie aufhört zu schnaufen. Ah! Hä? Ich renne doch! Hä? Leute, ihr habt das doch gesehen. Ich bin doch gerannt. Okay, das war jetzt schwach, muss ich ehrlich sagen. Also eine Pages, das war schon unter Haixu-Niveau. Also selbst der schlechteste Spieler der Welt, auch wenn ich nur ein Casual-Spieler bin, macht mindestens 4 Pages. Und jetzt, ach, eine. Normalerweise ist das ja eine Beleidigung, du Haixun. Das wird ja umgangssprachlich für eine Beleidigung genutzt. Wir machen direkt nochmal. Ein Game hauen wir noch ran. So, und diesmal strengen wir uns auch mal an. Beziehungsweise ich streng mich mal an. Wobei, jetzt war es vielleicht gar nicht so dumm zu rennen, weil ich konnte gerade nicht mehr rennen. Es war vielleicht doch dumm, einfach drauf loszurennen. Übrigens kommt bald noch ein neues Format, meine Freunde. Außerdem sind Kollabos geplant. Mit welchen Gästen oder mit welchem Gast verrate ich jetzt noch nicht. Das werdet ihr dann früh genug sehen, meine Freunde. Ach, hier war ich gerade schon. Hier war keine Page, ne? Wobei, ich habe sowieso das Gefühl, dass sie hier ein paar Spots gibt, wo die immer random spawnen. Das heißt, theoretisch könnte überall eine Seite sein. Aber hier ist tatsächlich keine. Auf jeden Fall könnt ihr euch da mal schön aktiv auf richtig geile Sachen freuen, meine Freunde. Meine Freunde. Ihr auf meinem heißgeliebten Bademantel. Steht 187 Straßenbande. Ja, mit Haixun habt ihr einen aktiven 187-Fan erwischt, meine Freunde. Also muss ich ehrlich sagen, die machen gute Musik. Kann ich mir richtig gut geben. Das sage ich hier. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Haixun. Auf jeden Fall, meine Freunde, halbes Jahr Ausbildung. Es ist krass, alleine schon wegen dem Stress, der jetzt auf einmal auf mich zukommt. Das ist unglaublich, meine Freunde. Das könnt ihr euch so gar nicht vorstellen. Man muss einfach so viel machen. Es gibt so viel zu tun. Projektantrag muss ich ausfüllen. Dann, ach, hier war doch eine Seite. Safe Call. Projektantrag muss ich ausfüllen. Dann muss ich das Projekt machen. Logischerweise. Dann Projekt, Dokumentation, Fachgespräch, Präsentation, dann die normalen Abschlussprüfungen, die man so machen muss. Ihr kennt das ja. Es gibt auf jeden Fall einiges zu tun. Und deswegen weiß ich auch noch nicht so ganz, wie ich das organisatorisch mit den Let's Plays machen soll. Deswegen, meine Freunde, glaubt mir das. Ich würde liebend gern wieder Let's Playen. Wie gesagt, die Zeit. Es ist einfach momentan so abartig, wenn man kurzzeitig vorm Abschluss steht, meine Freunde. Aber ich denke mal, ihr stimmt mir da alle zu. Schule und Ausbildung, Abschluss, Hartz IV, es geht alles vor, meine Freunde. Ist ganz klar. Jetzt sag bloß, hier ist einfach nichts.
Nö, entweder habe ich die jetzt übersehen oder es gibt hier tatsächlich keine. Auf jeden Fall nehmt mir das nicht übel, wie gesagt. Es gibt einfach momentan so viel zu tun und ich weiß schon selber gar nicht mehr, wie ich das alles schaffen soll. Ne? Meine Firma kommt mir da sehr gnädigerweise entgegen, lässt mich auch mal eine Stunde eher gehen, damit ich die ganze Scheiße da noch ausfüllen kann und wegschicken kann. Ich bin momentan noch öfter bei der Post als die Mitarbeiter der Post. Richtiger Flachwitz, wa? Weil, versteht ihr, weil die da nicht arbeiten, gerade wegen dem Streik und ich so oft da einen Brief wegschicken muss, bin ich so oft da, Kappa. Und ja, deswegen bin ich auf jeden Fall so oft da derzeit. Und ja, man muss halt die ganze Zeit Briefe wegschicken und dies, das. Die Stasch, Ananasch, bist du am Arsch? Ja, Heikzut ist am Arsch. Neues Equipment habe ich mir übrigens jetzt noch nicht gekauft, weil, meine Freunde, das Geld war einfach auch noch nicht richtig am Start. Mein Auto ist letzte Woche beim TÜV gewesen. Der kostet auch wieder ein Heidenvermögen. Wie gesagt, ich bin leider nicht Rockefeller. Aber die Scheiße, es kostet auch einfach alles extrem viel Geld. Hier erleben wir gerade einen Grafikbug. Es kostet alles einfach viel Geld und, ich habe übrigens jetzt schon überlegt, einen 450-Euro-Job anzunehmen. Ich habe auch schon einen gefunden. Die Frage ist nur, leidet da nicht die Abschlussnote drunter? Sage ich euch ganz ehrlich, weil der Abschluss geht momentan bei mir vor fast allem. Sogar fast, ja doch, vor fast allem. Und wie gesagt, leidet da nicht der Abschluss drunter, meine Freunde? Sind wir mal ganz ehrlich. Ihr könnt mir einen Kommentar schreiben, weil ihr müsst überlegen. Für 450-Euro-Job muss man auch wieder Zeit investieren, logischerweise. Und, ja. Sollte ich die Zeit nicht lieber in Lernen stecken? Ist meine Meinung. Weil, im Endeffekt, arbeiten und Geld verdienen, tue ich später noch genug. Wenn das mit den Ausbildungen alles so klappt und ich einen relativ guten Abschluss mache, meine Freunde, dann kommt das Geld fast von alleine. Übrigens könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie eure Zeugnisse so waren, ihr Schlawiner. Mein Zeugnis war 1,8. Genau, 1,8 war mein Zeugnis. Ihr Schlingel. So, jetzt haben wir den Rekord von gerade eben schon gebrochen. 1,8 war mein Zeugnis. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie euer Zeugnis so war. Ich hoffe ja nur das Beste vom Besten. Weil ihr seid einfach auch eine geile Community und da gehört auf jeden Fall auch gute Zeugnisse dabei, mein Freund. Ich wünsche jedem von euch auch nur das Beste. Das kann ich euch sagen. Übrigens, Leute, könnt ihr auch noch mal in die Kommentare schreiben. Hättet ihr übrigens auch mal, natürlich auf dem gesonderten Channel, auch mal Bock auf Technik-Tutorials, wie ich zum Beispiel mal erkläre, wie man da eine App programmiert oder zum Beispiel kleinere Apps programmiert oder Programme programmiert oder dies und das macht. Weil ich natürlich, die Sprachfehler sind immer noch geblieben, meine Freunde. Halbes Jahr oder so nicht mehr Let's Played. Hauptsache, die Sprachfehler sind immer noch am Start. Ich war letztens mal in Flüffon. Aber ist immer noch alles beim Alten. Und ja, meine Freunde, wir haben gute Chancen, den Rekord zu brechen. Drei Pages haben wir, vier müssen wir, dann haben wir den Rekord wieder eingeholt und mit fünf hätten wir ihn gebrochen. Man sieht auch einfach gar nichts, ne, wie das wohl bei euch aussehen muss. Aber wie gesagt, ich habe jetzt überlegt, demnächst auch einen neuen Bildschirm zu. Wie gesagt, ich fahre jetzt in Urlaub eine Woche. Da werde ich euch bestimmt auch auf ein paar Vlogs mitnehmen, meine Freunde. Ihr werdet mich zwar nicht sehen, aber ich werde ungefähr mal ein bisschen zeigen, was ich so mache, was da abgeht. Es ist wirklich ein ganz chilliger Familienurlaub, falls jetzt wieder einer Malle vermutet. Hier so, Malle ist nur einmal im Jahr. Nee. Meine Freunde, chilliger Nordseeurlaub, wirklich nur eine Woche und da geht sofort wieder ans Buch zurück und lernen. Nicht, dass wer auf die Idee kommt, Heiks und hätte hier Freizeit, dem ist momentan nicht viel so.
Und wenn ich mal Freizeit habe, dann benutze ich es sowieso nur, oder es, sie, die Freizeit. Benutze ich die Freizeit sowieso nur, um gechillt noch ein Bücher zu lesen für meine Prüfung oder zu programmieren. Ja, das war es eigentlich so von meiner aktuellen Situation aus. Nebenbei bin ich dann auch noch gerade dabei zu entmisten, weil ich habe so viel alte Sachen noch, die ich gar nicht mehr brauche. Extrem ältere PC-Spiele zum Beispiel. Playmobils irgendwo noch in der Garage liegen. Haufen Playmobils, meine Freunde. Und ihr wisst, oder vielleicht einige von euch wissen es, das ist ja fast eine Goldgrube, weil die Teile einfach immer noch so viel wert sind. Ein paar Playmobils verkaufen, habt ihr direkt wieder 100 Euro Cash auf die Hand. Amen, amen. Und, ja. Übrigens, an meine muslimischen Zuschauer wünsche ich einen gesegneten Fastenmonat. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon zu Ende ist oder auf jeden Fall befinde ich mich gerade darin. Wo ich dieses Video aufnehme, wünsche ich all meinen muslimischen Zuschauern einen gesegneten Fastenmonat. Ich sage immer so schön, meine Freunde, wer Toleranz erwartet, muss natürlich auch Toleranz geben. Ich, natürlich kommen auch oft muslimische Zuschauer und sagen zu mir, Heik, du Hurensohn, frohe Weihnachten, du Missgeburt, ne? Und dann muss man natürlich auch die anderen Feste akzeptieren. Ich kenne natürlich jetzt nicht von jeder Religion die Feste, ist ganz klar. Jetzt mal im Ernst, was feiern eigentlich Buddhisten für Feste? Soll jetzt auf jeden Fall nicht angreifen klingen. Würde mich nur gerade mal interessieren. Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was Buddhisten für Feste feiern. Natürlich gibt es auch irgendwelche Feste, die feiern. Aber ich wüsste es tatsächlich gerade nicht. Und außerdem finde ich auch gerade nichts anderes mehr. Und Slenderman, der Huren, ist jetzt auch schon länger nicht mehr vorbeigekommen. Der hat wohl Angst vor dem Bizeps, den ich momentan am Start habe. Ah, da ist er schon. Wisst ihr, ich sag's. Wer kommt? Slender. Oder Slenderman. Das hat mir gefehlt, meine Freunde. Wir nehmen jetzt schon über 20 Minuten auf. 20 Minuten durchlabern. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Ich glaube, also die letzte Aufnahme kam, glaube ich, im April, so Pi mal Daumen. Wenn wir jetzt mal Livestreams rauslassen, war, glaube ich, die letzte Aufnahme an GW im April, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Das kann natürlich sein. Hier scheint auch wieder irgendwas zu sein, aber ich sehe es noch einfach gar nicht. Ach, hier sind wieder diese Tanks, aber da waren wir auch schon, ne? Irgendwie habe ich sowieso das Gefühl, dass ich immer im Kreis renne. Das sah aus wie eine Page gerade. Aber diese Pages, die leuchten sowieso ein bisschen heller. Manchmal weiß ich gar nicht, ob diese Störungen irgendwie am Bildschirm sind oder... Ah! Oder ob das diese Mistgeburt ist. Was ist das denn hier? Ach, hier ist wieder diese Einöte. Übrigens, meine Freunde, könnt ihr euch irgendwann auch mal geschmeidig auf Musik von und mir freuen. Ich arbeite gerade nebenbei auch noch an Musik. Ihr seht, meine Freunde, ich habe so viele Projekte derzeit offen. Ich habe mir ein Akai geholt. Hier kennt ihr diese Pads, wo man so draufdrücken kann. Mit Piano unten eingebaut noch. Dann die FL Studio Demo erstmal am Start, meine Freunde. Und dann wird erstmal schön gejammt, wenn ich denn mal die Zeit dazu habe. Wie gesagt, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit heute. Habe ich gedacht, nutzt du die mal produktiv und ballerst noch eine Aufnahme Slender für deine besten Zuschauer raus. Ja, und hier bin ich, meine Freunde, ne? Und ja, was habe ich gleich noch vor? Ich werde auf jeden Fall gleich das Video noch in den Rendern ins Programm hauen, ins Renderprogramm. Baller ich das rein? Und da werde ich erstmal gediegen pumpen gehen. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Da werdet ihr gleich richtig gepumpt. Ich lade das übrigens auch als ein Part hoch. Egal wie lange das dauert. Und ihr könnt euch auf jeden Fall noch auf richtig schöne Videos freuen. Die ich demnächst auch noch aufnehmen werde. Ich glaube am Wochenende. Es sei denn, ich muss... Mein Gott, warum mache ich das hier eigentlich nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Spaß, Freunde, wegen euch. Ja, mit dem, Mann, jetzt hast du mich durcheinander gebracht, du.
Auf jeden Fall, genau, wenn ich nicht zu lange am Projektantrag sitzen muss oder beziehungsweise noch andere Sachen fertig machen muss. Kleinere Apps sitze ich gerade noch dran, die müssen eigentlich auch noch fertig werden. Bis jetzt sind auch noch keine Apps kommerziell gelistet. Das heißt, es sind eigentlich nur so Apps, so die ich für mich oder Freunde oder Kollegen zur Verfügung stelle. Also die App-Millionen sind noch nicht am Start, meine Freunde, hier wie der Macher von Flappy Bird, 50.000 Dollar täglich. Oder die Macher von... Ah, da denkst du, dass ich Schiss hab vor dir, ne? Oder die Macher von Candy Crush Saga, meine Freunde, die kassieren 650.000 Dollar monatlich, war das? Ach, täglich? Das war auch von irgendwelchen Seiten. Ja, und hiermit ist der Rekord erstmal wieder eingefangen. Ich weiß nicht, ob wir den heute noch... Also jetzt gleich noch knacken. Ich sehe auch einfach gar nichts. Ich habe hier Dingens an. Taschenlampe? Und man sieht auch einfach gar nichts. Wie so ein China-Produkt, diese Taschenlampe. Zahlt denselben Preis mittlerweile. Qualität China. Nichts gegen die Chinesen unter euch, ne? Nicht, dass das gleich wieder kommt. Halt schon! Bist du rechts? Nee. Aber wieso ist das Gaspedal beim Auto eigentlich rechts? Hat das eine Bedeutung? Amena. Spaß, der Eichsund ist ja für Toleranz. Aber schwarzer Humor muss trotzdem sein. Auch über mich, meine Freunde. Über mich, über meine Nationalität, über meine Religion. Schwarzer Humor muss sein. Ohne dem ist das Leben noch langweiliger. Finde ich. Man soll alles daran setzen, das Leben noch... Irgendwie kann das auch sein, dass es dunkler wird mit jeder Seite, die ich finde. Auf jeden Fall, ne? Wie gesagt, Toleranz muss sein. Aber genauso gut Humor, meine Freunde. Humor! Schwarzer Humor, auch gelber Humor, roter Humor, badambum. Da kam wieder die Heiks- und Flachwitze raus. Also, ja, ich finde eine Geschichte hinter Slender auch nicht ganz verkehrt, Freunde. Wisst ihr, was ich meine? So, warum bin ich hier? In diesem Wald, der umzäunt ist übrigens. Welcher Wald ist komplett um... Okay, irgendwelche Nationalparks. Wer ist Slender? Versteht ihr, die Story fehlt mir ein bisschen. Beim Steam Summer Sale habe ich übrigens auch zugeschlagen. Lol, die Taschenlampe geht nicht mehr. Lol. Ey, kein Spaß, Freunde. Die Taschenlampe funktioniert nicht mehr. Lol, ist das jetzt ein Bug oder? Warte, ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Entweder ist das ein Bug oder das ist gewollt. Dass die Taschenlampe hier automatisch, Lol. Entweder hört die tatsächlich nach der Zeit auf. Wäre ja nur realistisch, dass sie immer schwächer wird. Ja, es ist... Ich glaube, hier sind wir wieder bei diesen... Ja, das Problem ist, ich sehe jetzt auch einfach überhaupt nichts. Es kann passieren, dass ich jetzt 30 Mal an Dingens rumlaufe. Und ich raff's einfach nicht. Das kann sehr gut möglich sein, an diesen Zetteln vorbeilaufe. Ich glaube, jetzt laufe ich irgendwo gegen, ja. Es ist blöd. Also, das muss ich ehrlich sagen, dass dann irgendwann hier, als wenn das Spiel nicht schon aggressiver Style hier genug wäre, ich sehe einfach gar nichts mehr. Da weiß man auf jeden Fall fürs nächste Mal Bescheid, dass hier tatsächlich, man nur eine begrenzte Zeit die Taschenlampe benutzen kann. Ich meine, ja gut. Ah! Ey, mach mich nicht fertig. Ja, meine Freunde, 4 von 8 Seiten. Selbe Ergebnis wie beim letzten Slender Part. Ja, meine Freunde, ich gehe mir jetzt die Unterhose wechseln. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen. Da zeigt mir, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr mehr davon haben wollt. Und ja, meine Freunde, ich wünsche euch noch
einen gesegneten Fastenmonat. Ich wünsche euch einen schönen Sommer, schöne Sommerferien und einen schönen Tag. Euer Haiku, macht's gut, Freunde. Peace, I'm out.